7. Kommentare. Fazibook. Autofaunika Arnold. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Die Fans von Mareile Hürtner rätseln um ein bugstarke Foto der ARD-Moderatorin. Was hat es mit dem Schnappschuss und einer Reise nach München auf sich? Mareile Hürtner postet regelmäßig auf Instagram. In ihrem neuesten Post macht sie ein Geheimnis um einen Aufenthalt in München. Ein Post im Bademantel lässt sie ihre Follower rätseln. München, sie kann es einfach nicht lassen. ARD-Moderatorin Mareile Hürtner lässt ihre Fans auf Instagram beinahe täglich an ihrem Leben teilhaben. Ob frisch vom Friseurbesuch oder Enthüllungen über private Schicksalsschläge, die TV-Frau hält ihre rund 103.000 Follower auf dem Laufenden. Mareile Hürtner, Geheimnistuerei um München-Besuch. Auf ihrem neuesten Fotopost präsentiert sich die 43-Jährige im Udo Jürgens Gedächtnislook, wie sie es selbst nennt. Soll heißen, im Bademantel. Die Moderatorin ist darauf offenbar während Fernsehaufzeichnungen oder einem ähnlichen Auftritt bugstarke in einer Art Garderobe oder Maske zu sehen und lacht in die Kamera. Entstanden ist der Schnappschuss in München, wie aus der Ortsangabe unter dem Foto zu erfahren ist. Riesenspaß, verrate ich bald, kommentiert sie geheimnisvoll mit dem Zusatz Werbung für meine Jungs und was noch? Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Heute im Udo Jürgens Gedächtnis, Lud mit meinen liebsten Boys @2tmax@Boglinger. Riesenspaß, verrate ich bald. Werbung für meine Jungs und was noch? Ein Beitrag geteilt von Mareile Hobner, @Mareile Hobner _ offiziell am 8.10.2020 um 5.21 Uhr PDT Fans rätseln um Mareile Hübners Münchenaufenthalt, bis da heute, was das bedeuten soll und was es mit der Geheimnistuerei auf sich hat, wollen natürlich auch ihre Follower wissen und rätseln, welcher Termin die brünette ARD-Frau in die bayerische Landeshauptstadt gelockt haben könnte. Och komm, rück raus mit der Sprache, bittet ein Follower. Bin sehr gespannt, gibt ein anderer zu. Bist du heute beim Boxen dabei? Vermuten einige Fans, was Hürtner aber schnell verneint. Punkt. Schon in der vergangenen Woche hat Mareile Hürtner ihre Follower mit einem ähnlichen Post auf die Folter gespannt. Heute mal im Einsatz für Sat1 Auflösung, später schrieb sie dabei zu einem bugstarke Foto. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Einmal bestellt und nicht abgeholt. Heute mal im Einsatz für @sat.1 Auflösung spart her. Happy Feierabend meine Lieben @Dina-Kommunikations-THX Werbung für die Lieben, ein Beitrag geteilt von Mareile Hobner, @Mareile Hobner _offiziell am 8.5.2020 um 12.08 Uhr PDT. Doch die Fans können beruhigt sein. Was es tatsächlich mit ihrem München-Trieb auf sich hatte, wird Mareile Hürtner bestimmt bald verraten.